Hallo und herzlich willkommen zum Tippweltmeister. Ausnahmsweise möchten wir euch heute mal nicht mit Fußballtipps beliefern, sondern wir haben ein ganz anderes Anliegen. Es geht darum, wir wurden in letzter Zeit öfter gefragt, warum wir ein bestehendes Konzept kopieren würden. Und darauf wollen wir gerne eingehen und eine kleine Stellungnahme dazu abgeben. Genau, wie erklärt man das am besten? Also stellt euch vor, ihr seid vier Freunde und kommt irgendwann auf die Idee, ein eigenes Facebook-Projekt zu kreieren, kombiniert mit einer Internetseite und mit einem Twitter-Account. Und dieses Facebook-Internet-Twitter-Projekt wird auf einmal so erfolgreich, wächst so stark, dass andere Firmen auf euch zukommen und sagen, okay, hier kriegt ihr mal eine Paysafe-Karte, hier kriegt ihr mal ein bisschen Geld und postet und spammt, postet dafür Werbung für meine Seite, spammt eure User zu, die User, die ihr mit viel Herzblut, mit viel Arbeit in den letzten Wochen, Monaten und sogar Jahren gewonnen habt. Wenn ihr euch diese Situation vorstellt, dann könnt ihr bestimmt auch nachvollziehen, dass diese vier Leute dann erstmal anfangen würden zu diskutieren. Macht man das nicht? Und wenn dann bei diesen vier Leuten drei sagen, für uns kommt das auf jeden Fall gar nicht in Frage, wir möchten unsere Leute nicht zu spammen und schon gar nicht für das Taschengeld da irgendwelche dubiosen Internetseiten zum Auftritt verhelfen. Und der eine sagt aber, er ist scharf auf das Geld, dann könnt ihr euch vorstellen, da gibt es Streit. Und jetzt stellt euch weiterhin die Situation vor, drei Leute stehen morgens auf von diesen vier und haben auf einmal keine Adminrechte mehr. Ihr müsst dazu wissen, auf Facebook funktioniert das Ganze so, wenn ihr mehrere Admins pro Seite habt, dann kann jeder Admin den anderen ohne sein Zutun, ohne sein Wissen, ohne seine Bestätigung wieder löschen. Und stellt euch vor, den drei Leuten ist das passiert, die stehen morgens auf, haben keine Adminrechte mehr. Das Einzige, was denen bleibt, ist eine eigene Internetseite, der dazugehörige Twitter-Account. Was würde man in diesem Fall machen? Ja, welche Optionen hat man noch? Man kann sagen, man stampft das Ganze ein, was man in der letzten Zeit sich erschaffen hat. Oder man stellt einfach eine neue Facebook-Seite, denn wie schon gesagt, die Webseite existiert, ein Twitter-Account und man erstellt einfach eine neue Facebook-Seite und führt das Konzept so fort, wie man das in der Vergangenheit auch gemacht hat. Genau. Und wir sind die Leute, wenn uns sowas passieren würde, wir würden auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken, wir würden das komplett weiter durchziehen und die neue Facebook-Seite erstellen. Wir hoffen, hiermit ein bisschen Klarheit in die Sache gebracht zu haben. Wenn ihr darüber hinaus noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns einfach an. Wir können gerne nochmal im Detail alles euch erklären, damit auch wirklich jeder Bescheid weiß, wie die Sache gelaufen ist, wo wir und warum wir jetzt dort stehen, wo wir jetzt stehen. Ja, wir verabschieden uns und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es dann endlich mit der Bundesliga weitergeht. Bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Sommer. Wir sehen uns. Ciao.